Das ist das 3T Exploro. Für mich das Rennrad unter den Gravelbikes. Das Gravelbike wohl mit der höchsten Aero-Affinität, mit den meisten Aero-Features, die es im Gravel-Bereich gibt. Eine sehr, sehr klare Formsprache. Einfach ein Rad, was sehr, sehr stark polarisierte, als es 2016 auf den Markt kam. Mittlerweile ist es auf dem Markt vollkommen angekommen und 3T bietet das Exploro nun noch in einer neuen, leicht überarbeiteten Version an. Man hat aus den Erfahrungen der ersten Jahre im Gravel-Sektor gelernt und verschiedenste Bereiche wie die Sattelklemme, aber auch Lager und Zugverlegung ein wenig an den Details gefeilt und da wirklich bis ins Detail verbessert. Der Rahmen vom 3T Exploro unterschreitet knapp die 1-Kilo-Grenze. So wiegt er in der LTD-Version nur knappe 990 Gramm und in der Team-Version knapp 1100 Gramm. Getestet habe ich das 3T Exploro in der Größe S. Ich bin knapp über 1,60 groß und sitze auf 72 cm. Das Rad ist relativ kurz in seiner Geometrie, was dazu führt, dass es ein sehr, sehr direktes Lenkverhalten hat. Auf sehr technischen Trails, Wurzeln, ist es da leider ein wenig nervös. Allerdings im Matsch ist es dadurch sehr, sehr leicht, mit kleinsten Lenkbewegungen etwas auszugleichen und macht das Rad für mich dadurch eigentlich auch zu einer echten Cyclocross-Waffe. Eine Besonderheit beim Rad ist allerdings, dass in der Sattelstütze ein Elastomer verbaut ist, was dazu führt, dass der Sattel, man spürt es tatsächlich sehr stark auf Trails, dass der Sattel ein wenig flext und man dadurch ein sehr komfortables Fahrgefühl hat. Einer der größten Vorteile am 3T Exploro ist für mich, dass ich die Wahl habe zwischen 28 Zoll Laufrädern und 650B Laufrädern. Für gewöhnlich fahre ich auf dem Gravelbike mit 28 Zoll Laufrädern, habe allerdings auch die Wahl, mir einen 650B Laufradsatz mit bis zu 2,1 Zoll breiten Reifen zuzulegen und habe dadurch einfach nochmal einen deutlichen Zugewinn am Komfort und auch wirklich einer spürbaren Federung im Gelände. Und eben aufgrund dieser Entscheidungsmöglichkeit zwischen zwei Laufradsätzen in einem Bike ergeben sich für mich einfach aus dem 3 Exploro fast zwei Bikes. Ich habe zum einen das Bike mit dem 650B Laufradsatz und einem 2,1 Zoll breiten Reifen und andererseits habe ich den 28 Zoll Laufradsatz einer Straßenbereifung, sodass ich im Prinzip auf dem 3T Exploro das Gefühl habe, auf meinem Rennrad zu sitzen und brauche mich damit in keiner Rennradgruppe verstecken. Generell lässt sich sagen, dass das 3T ein unfassbar schnelles Rad ist. Also sobald man in die Pedale einklickt, hat man das Gefühl, es will nach vorne und jedes Watt, was man wirklich in die Pedale tritt, wird auch in Vortrieb umgewandelt. Bergauf ist es unfassbar reaktionsschnell, es macht Spaß, aus den Pedalen zu steigen, zu sprinten. Es gibt einem allerdings auch bergab sehr viel Sicherheit. Die angesprochene, ein wenig nervöse Lenkung fällt eigentlich auf der Straße oder auf leichtem Gravel überhaupt nicht auf. Man gewöhnt sich allerdings auf dem Trail auch sehr, sehr schnell daran, dass jede kleine Lenkbewegung auch wirklich in ein Umsetzen des Bikes umgewandelt wird und man hat ein sehr, sehr direktes Feedback vom Bike. Das 3T Exploro ist ein unglaublich vielseitiges Rad, was sich auch an sehr, sehr vielseitige Fahrertypen wendet. Abschließend würde ich jedoch sagen, dass das 3T Exploro das Gravelbike für den Rennradfahrer ist, weil es eben von seiner Geometrie und auch vom Fahrgefühl einem Rennrad sehr, sehr nahe kommt. Dennoch ist es in seinen Einsatzbereichen nicht limitiert und bietet einfach unglaublich viele Möglichkeiten und wie der Name schon sagt, es ist eigentlich immer bereit fürs nächste Abenteuer. Und wenn euch die Bike-Vorstellung gefallen hat, abonniert einfach unseren Kanal. Den Link zum 3T Exploro findet ihr unten in der Videobeschreibung.